Enshrouded bringt dich in die Welt von Amber Vale. Wie üblich haben es unsere Vorfahren vermasselt und eine Seuche freigesetzt. Du sollst als Flameborn, also aus den Flammen geboren, die Welt retten. Um dir diese Aufgabe in einer riesigen Welt mit mächtigen Gegnern und dem Shroud, einem verderbnisbringenden Nebel, zu erleichtern, habe ich hier 10 Tipps für einen gelungenen Start für dich. Um im Spiel weiterzukommen, zu lernen und zu überleben, musst du die Welt erkunden. Dafür solltest du dich zu Beginn darauf fokussieren, den Greifhaken und den Gleiter zu bauen. Ohne diese beiden kommst du nicht wirklich weiter. Die Materialien dafür findest du in der Nähe deiner Startbase. Bis du Schrott gefunden hast, kann es vielleicht eine kleine Weile dauern. Du kannst aber fast alles, was du in der Welt siehst, zerstören und dadurch Materialien gewinnen. Für den Gleiter benötigst du Miasma-Holz, also machst du dich das erste Mal auf den Weg in den Shroud. Du musst gar nicht weit reingehen, um die ersten verdorbenen Bäume fällen zu können. Gleich zu Beginn kannst du einen einfachen Zauberstab bauen, der hat sozusagen unendliche Energie und ist gerade zu Beginn eine gute Waffe, um sich gegen Monster oder Wölfe zu wehren. Pass auf im Nahkampf, die Gegner sind zu Beginn gerade im Nahkampf teilweise recht stark und du bist ruckzuck tot. Ja, und als kleiner Bonustipp an der Stelle, den ersten Boss besiegst du am einfachsten auch mit diesem einfachen Zauberstab. Deine Waffen und Werkzeuge haben eine begrenzte Haltbarkeit und du musst sie regelmäßig an einer Werkbank reparieren. Einfach indem du nur diese Werkbank öffnest, werden sie schon repariert. Du findest auch in der Welt immer wieder Werkbänke, die die gleiche Funktion erfüllen. Also achte darauf, ob du unterwegs eine Werkbank siehst und benutze sie kurz und deine Werkzeuge und Waffen sind repariert. Wenn du mit einem Rechtsklick bestimmte Waffen ausgerüstet hast, kannst du später mit der Taste Q einfach auf diese zweite ausgerüstete Waffe wechseln. Also leg dir zum Beispiel deinen Magierstab auf diese Funktion und im Kampf wechselst du dann einfach durch Drücken von Q auf die Fernkampfwaffe. Achte auf dein Wohlbefinden. Bau dir eine kleine Base mit einem Dach über dem Kopf, ein Bett, ein Tisch, ein Stuhl, eine Bank, eine Lampe. Dadurch erhöhst du deinen Komfort und kannst nach einem nächtlichen Schlaf gestärkt in die Abenteuer des nächsten Tages ziehen. Es empfiehlt sich, diesen Buff optimal zu nutzen und erst nach einer Ruhepause am Morgen loszuziehen. Du benötigst diese Energie. Wenn es mal später wird und du weiter weg bist, kannst du auch in Betten schlafen, die du in der Welt überall findest. Achte darauf, was du isst. Du kannst maximal 3 verschiedene Nahrungsmittel zu dir nehmen und zum Beispiel geben dir gekochte Pilze mehr Intelligenz als rohe Pilze. Außerdem bekommst du durch gegrilltes Fleisch 1 Konstitution und durch gegrilltes Wolfsfleisch aber 2. Honig ist besonders wichtig wegen der Ausdauer. Der hält zwar nur 3 Minuten, aber du findest überall Honigstöcke und kannst dementsprechend jederzeit Honig ernten. Solltest du einmal von den ehemaligen Bewohnern angegriffen werden, kannst du sie mit 2 Stößen aus deinem Zauberstab vertreiben. Versuche, so bald wie möglich die NPCs zu befreien. Sie bringen dir zum Beispiel zusätzlich bessere Rüstungen oder Waffen. Und es macht sicherlich Sinn, dass du zumindest eine Lederrüstung von Oswald, dem Schmied, hast, bevor du dich zum ersten Bosskampf im Shroud aufmachst. Oswald bietet dir Rüstungen, die den Nahkampf verbessern. Die Jägerin, die du als zweites befreist, bringt unter anderem eine Rüstung mit für Beweglichkeitskämpfer, also zum Beispiel für Bogenschützen. Wenn du die Quests für deine NPCs erfüllst, geben sie dir weitere Entwicklungsmöglichkeiten für bessere Ausrüstung. Versuche die NPCs so bald wie möglich zu befreien, damit du in der Welt von Amber Vale vorankommst und nicht irgendwo im Fortschritt des Spiels stecken bleibst. Enshrouded bietet dir sehr viele verschiedene Möglichkeiten, was du machen kannst. Da ist es zu Beginn nicht so leicht zu wissen, womit man anfangen soll.
Dabei kann dir das Quest-Menü behilflich sein. Die Quests sind mit unterschiedlichen Farben hinterlegt. Die goldenen Quests zeigen sozusagen deine Hauptquest und geben dir Aufgaben, die sich auf deine Base oder den Schraut beziehen. Blaue Quests beziehen sich auf die Entwicklung deiner NPCs und graue Quests beziehen sich auf Aufgaben, die du aus der Lore, aus der Geschichte von Embervale durch Lesen von Büchern oder Notizen in der Welt erhalten hast. In Embervale gibt es wirklich viel zu lesen. Einerseits natürlich Informationen zur Hauptgeschichte, andererseits aber auch Nebengeschichten, die dich zum Beispiel auf verborgene Schätze aufmerksam machen. Dabei wird nicht direkt gesagt, wo du hingehen sollst oder was du machen sollst, sondern wie in einer Art Schnitzeljagd findest du die Informationen, denen du folgen kannst, bis du am Ziel und deiner Belohnung angekommen bist. Es lohnt sich also, die Nachrichten und Notizen tatsächlich zu lesen und ihnen zu folgen. Wer kennt das nicht in einem Survival-Game? Das Inventar ist immer zu klein. Stell dir einen Rucksack her. Wenn du die Jägerin befreit hast, bekommst du durch sie die Möglichkeit, einen kleinen Rucksack herzustellen. Die Jägerin sagt dir auch, wo du das Salz findest, das du für die Herstellung von getrocknetem Fell benötigst, welches du für den Rucksack wiederum benötigst. Wenn du mehr über Enshrouded oder andere Survival-Games wissen möchtest, dann lass doch ein Abo da. Und wenn du weitere Informationen hast als Anfängertipps, dann schreib sie doch unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, mach's gut, ciao!